Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ganz mal kurz in eigener Sache, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, definitiv jetzt auf Abo drücken, weil sonst könntet ihr einige Sachen verpassen, die hier so gezeigt werden. Ja, das nur mal dazu. Das Video heute wird ein kleines Kombinationsvideo. Erstmal ist Whale heute erschienen. Es kostet 11,70 € oder so. Wir gehen gleich mal auf die Steam-Seite. Also es gibt einen 40% Rabatt zum Release. Es ist ein Early Access-Titel. Ich habe euch den Shooter schon mal gezeigt, aber da waren die Server noch leer und ich konnte euch nur ein paar Maps zeigen und ein paar Waffen zeigen. Mehr ging da noch nicht. Aber heute zeige ich euch das wirklich mal im Gameplay und erwartet kein gutes Gameplay. Es ist ziemlich schlecht, aber es ist wirklich ein First-Impression-Gameplay. Ich habe das Spiel noch nicht vorher gespielt und man sieht am Ende des Videos, dass ich mal wenigstens ab und zu mal einen Kill mache. Sehr selten, aber wenigstens ab und zu. Und dazu muss man sagen, ich bin nicht wirklich gut in Shootern. Ja, dazu kommt aber auch noch das, was ich hier liegen habe und das ist ja, von der Firma Vrifle. Und Rifle, ja, entwickelt für uns Gunstocks. Das ist jetzt für die Pico 4 der Gunstock. Der ist noch nicht auf der Homepage erschienen. Ich zeige euch die Homepage aber gleich mal. Und ich finde das echt genial, weil, ja, man hat hier so einen kleinen Gunstock. Der ist jetzt aktuell noch ohne Schulterstütze. Die wird aber auch noch dazu kommen. Und ja, man kann schön, hat einen Stick in der Hand und denkt wirklich, man hat ein Gewehr in der Hand. Ja, macht Spaß. Man kann auch ein bisschen besser zielen. Es ist ziemlich handlich und man hat da keine Probleme, irgendwie mal schnell irgendwo rumzugehen. Also ich finde es echt genial, gefällt mir. Dazu kommt auch noch für die Quest 2 der Hunter. Und der Hunter kommt, glaube ich, am Samstag in den Shop und ja, soll 50 € kosten. Ist für die Quest 2 aktuell noch. Und ja, so sieht es aus, wenn man den Hunter wirklich schultert. Und ja, ich finde es echt genial, muss ich sagen. Und es gibt auch noch einen Gurt, den man hier dran befestigen kann, dass man sich den umlegen soll, ja, kann oder sollte. Ich denke, es ist ein Muss, weil man verliert sonst den Hunter. Wenn mal irgendwo ein Magnet beim Nachladen weggeht, ist es ein bisschen blöd. Von daher, ja, sollte man da wirklich aufpassen und einen Gurt benutzen. Ihr könnt entweder den im Shop bestellen oder ihr bastelt euch da selber was. Das ist euch überlassen. Aber ich finde es echt genial. Schaut euch den Hunter mal an. Sieht echt cool aus und fühlt sich wirklich definitiv an wie ein richtiges Gewehr. Und man hat da wirklich, ja, eine schöne Schulterstütze. Macht das Gameplay nicht besser, aber es macht mehr Spaß. Dazu kommt aber noch ein richtiges Gameplay. Ich wollte euch das jetzt nicht vorenthalten und euch den mal zeigen, den Hunter. Also echt cooles Teil und für 50 € finde ich das vollkommen gerechtfertigt. Es ist alles aus einem 3D-Drucker. Es ist nicht aus einem Guss. Ich zeige euch das mal ein bisschen vielleicht näher, dass wir das ein bisschen näher begutachten könnt. Ja, man sieht natürlich, ist ein 3D-Drucker, aber das tut dem ganzen Gameplay oder Gamespaß ja, keinen Abbruch und es sieht trotzdem cool aus. Und auch vom Design her finde ich es echt cool. Die Magnete halten sehr gut. Das habe ich jetzt auch in dem Gameplay gemerkt, ja, mit dem Rifle Casual. Und ja, wir haben hier die Magnete und wir haben hier einmal, wie wir sehen, Stifte und wir haben da auf der anderen Seite, ich lege es mal weg, haben wir Buchsen. Und ja, die schnappen einfach ineinander ein und man kann den Magnet dann nicht mehr so, ja, verdrehen. Ne? Wie ihr seht, ich versuche den jetzt zu verdrehen, geht nicht. Man muss wirklich schon ziehen und ein bisschen drehen, dann geht's ab. Und ja, also die Position findet sich echt verdammt gut und verdammt schnell. Ich habe es mir nicht so gut vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, aber hat mir sehr gut gefallen. So, und jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz auf die Homepage von Vrifle und ja, danach zeige ich euch nochmal die Steam-Seite von Whale. Aber hier haben wir erstmal die Homepage und ja, hier kann man diverse Sachen kaufen für die Quest 2, Casual, MetaQuest 1 und 2 und dann gibt es auch, ja, für die Oculus TV 1, für die Reverb G2, Index, Pico, Neo 3 und ja, dann gibt es auch Schulterstützen und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt einfach mal hier dann auf VR-Equipment und dann sehen wir hier auch ja, die ganzen Brillen, Index, G2, Vive und so weiter und so fort, Pico 4.
Das ist noch nicht released. Ich war jetzt, glaube ich, einer der ersten Tester, der das hier testen durfte. Ja, weil es auch nicht so ganz einfach ist mit den Controller, mit der Halterung. Aber ja, da ist eine gute Lösung gefunden worden. Die halten echt gut. Und ja, das kommt später. Jetzt gehen wir einfach mal auf die Quest 2. Und da sehen wir, was aktuell ja, hier noch im Shop ist. Und ja, Rifle Casual, Rifle Standard. Und ja, am Samstag kommt dann noch der Hunter hier rein. Ich glaube ungefähr Samstag. Und ja, der wird dann auch diese 50 € kosten. Und ja, hier könnt ihr euch wirklich mal anschauen, was es alles gibt. Ja, sogar Table Tennis Halterungen. Ist auch gut für Leute, die 11 gerne spielen. Ist es natürlich Bombe, wenn man dann wirklich denkt, man hat einen Tischtennisschläger in der Hand. Echt top. Man kann sich hier immer die Farben aussuchen, die man dann haben möchte. Und ja. Es gibt auch noch einen Druckservice, wenn man sich selber irgendwas anderes drucken möchte, abseits von ja, VR, dann könnt ihr hier mit dem Lars in Kontakt treten. Und ja, das ist einfach mal die Seite von Rifle, ist unten in der Beschreibung alles verlinkt. Hier ist auch nochmal ja, der Gurt, der Sling, wenn ihr den haben wollt, 18 Euro. Wenn ihr den Hunter holt oder eine andere Langwaffe, sage ich einfach mal, dann sollte man so einen Gurt auf jeden Fall haben, weil es ansonsten ist es mit dem Nachladen echt blöd. Man verliert ja irgendwas. Ja, die Schulterstütze, die hier aktuell noch fehlt für die Pico 4, ja, kostet 18 Euro. Für die Pico 4 wird es auch noch nachgereicht. Und ja, hier sehen wir alle Brillen und die Farben. Hier ist die Farbe vom lieben Bidi. Hat Bidi Orange. Und ja, cooler Shop und für Shooter-Fans da draußen echt gut. Auch preislich. Ich finde das alles gerechtfertigt. Da steckt auch viel Arbeit drin. Und 3D-Drucker, die sind ja nicht mal kurz in 5 Minuten fertig, wie so ein. Ja, ein Blatt Papier, sage ich einfach mal, in 20 Sekunden, sondern das braucht ein bisschen länger. Von daher ist das alles gerechtfertigt und auch noch, ja, hält sich im Rahmen. Es ist bezahlbar, ohne Probleme. Okay, Leute, das war die Seite von Rifle. Definitiv mal raufschauen. Ich verlinke es unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir kurz auf die Steam-Seite zu sprechen von Vail. Und ja, aktuell. Bis zum 23. November für 40%. 11,70 € kostet das Ganze. Nach dem 23. November wird es dann 19,50 € kosten, was auch nicht für einen guten Shooter auch nicht zu viel ist. Aber die haben sich gedacht, ganz am Anfang wollen wir die Early-Käufer belohnen und geben den guten Rabatt. Und ich finde das super. Und ja, ich bin echt gespannt, wie sich das Game auch entwickelt, wie viele Updates es gibt und ja, in welche Richtung das Ganze dann geht. Ich muss sagen, für einen Early Access Titel ist das verdammt gut, das, was ich jetzt bisher gesehen habe. Auch wenn ich schlecht darin bin in dem Game, aber das, was ich gesehen habe, kann ich trotzdem bewerten und ich finde es gut. Und ich denke mal, da können einige Leute richtig viel Spaß mit haben mit dem Game. Und ich habe es eben schon im Video erwähnt, im Gameplay, dass man ja auch mal einen Community-Gameplay-Abend machen kann. Dann würde ich eventuell auch einen Livestream machen und dann kann man das Ganze mal in geschlossenen Server spielen, nur mit der Community. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen fairer, dass da Leute bei sind, die ab und zu mal VR-Shooter spielen und keine Pros, weil ich hatte da teilweise das Gefühl, da sind Leute drin, die spielen das Spiel schon irgendwie 24 Stunden am Stück und kennen alles. Ja, aber wie gesagt, ich bin da zu schlecht in Shootern, um da wirklich was zu sagen, wie gut oder wie schlecht da einige Mitspieler sind. Aber ich hätte da trotzdem Bock drauf, würde da auch gerne einen Livestream von machen, wenn wir da so einen Community-Abend von machen. Das mal dazu. 11,70 € vollkommen in Ordnung, finde ich auch super fair, dass man hier die ja, frühen Käufer belohnt. Und danach bleibt es auch erstmal ein Early Access Titel. Und so wie ich es verstanden habe, nach der Early Access Phase kommt dann auch nochmal ein paar Euros drauf, was dann natürlich auch gerechtfertigt ist. Ja, Leute, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir ins Gameplay. Erwartet nicht so viel. Es könnte eventuell auch für euch lustig werden, wie schlecht ich mich da anstelle. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk war erstmal, euch die Matches zu zeigen von Vail und euch auch den ja, Rifle Casual für die Pico 4 vorzustellen. Das war erstmal mein Hauptaugenmerk für dieses Video hier und ja, alles andere
kommt noch. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal besseres Gameplay zeigen kann von Veil. Und jetzt gebe ich ab an den Sebastian, der in der Pico 4 hängt. Viel So Spaß. Leute, es ist soweit. Wir können Veil zocken. Heute wurde das Spiel released und wir schauen jetzt mal uns wirklich die Matches an. Beim letzten Video konnte ich ja noch nicht die Matches anschauen und ja, die Server waren leer. Jetzt sind die Server voll und ja, jetzt gehen wir mal wirklich in Matches rein. Erwartet keine Wunder von mir. Ich bin in Shootern echt übel. Besonders in VR-Shooter bin ich jetzt nicht wirklich gut. Ja, ich spiele mit der Pico 4 über Virtual Desktop und ja, ich hoffe, dass ich überhaupt eine Chance habe. Jetzt schauen wir uns mal die Serverliste an und gehen mal auf Serverbrowser und ja, wir suchen uns auf jeden Fall mal irgendwie so einen europäischen Server auf mit einem kleinen Ping, weil alles andere wäre ein bisschen blöd. So, da joinen wir jetzt einfach mal. So, ich spiele mit dem Rifle Casual für die Pico 4. Und da bin ich auch schon down. Also hier würdet ihr definitiv nur Gameplay sehen und ja, kein gutes. Definitiv nicht. War klar. Also in dem Game werde ich keine Chance haben. Das ist mir von vornherein schon klar gewesen. Aber man kann ja auch geschlossen spielen mit eventuell Leuten, die genauso gut oder schlecht sind. Habe ich eigentlich gedacht, jetzt hätte ich einen Headshot verpasst. Habe ich nicht. Aber der Rifle Gunstock, der ist echt gut. Also klappt ganz gut damit. Ich finde direkt den Punkt, wo ich ihn einhaken muss mit dem Magnet. Wahnsinn. Man kommt um eine Ecke und ist schon down. Also zum Nachladen komme ich gar nicht, sonst würde ich euch das gerne mal zeigen, wie man mit dem Casio nachlädt. Leute, Leute, Leute. Wollte ich den nächsten Person killen? Das überhaupt zeigen als am wenigsten beim Nachladen erwischt. Das war schon. Ich bin noch viel zu lange zu nahe zum Ziel. Gut. Das ist ein gutes Video. Also ich finde es echt cool, es ist sehr gut gemacht, aber das wird nicht mein Game, definitiv nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Also in der Community könnt ihr gerne mal zocken. Zocken selber. Aber ansonsten. Ja, ich muss auch mehr erstmal das Feeling der Waffen kennen. Ein Feeling für entwickeln.
ja, nachladen. Das ist ganz einfach. Button. Nachladen. Fertig. Ich habe einen wenigstens getroffen. Das ist ja schon mal was. Warum treffe ich den denn nicht? Fast für halb Profis, würde ich sagen. Oder halt Leute, die kaum was anderes tun. Ja. Alle Dampfer. Macht echt Laune. Das ist echt cool. Ich down bin. Die schießen einmal und sind weg. Ich will doch gar nichts von irgendwie. Cheater. Auf jeden Fall andere Maps als. Ich kann nicht wirklich auf die Liste schießen, das kriege ich irgendwie auch nicht hin. Dass ich direkt treffe. Das muss man bei dem Spiel halt echt gut hinkriegen. Wow. Die Panzer kriechen müssen. Das war mein Fehler. Dreht sich einmal weg und schon ist es soweit. Schulterspitze kommt auch noch irgendwann dazu. Das ist ein Rifle Casual. Ich
Das ist Spiel kurz bei mir stehen geblieben. Gehen wir mal zu Tom Rand. 1 minute remaining. Umrennen soll gefallen. Halt, weiße Teile noch an. Und stopp war ein Gegner. Absolut schon. Ja, Leute, das war Whale. Jetzt lasst euch nicht irgendwie beängstigen durch mein Gameplay, mein schlechtes Gameplay. Er war wirklich jetzt mein First Impression Matches, sage ich einfach mal. Ich habe vorher noch kein einziges Match gemacht und man musste auch erstmal reinkommen ins Game. Natürlich bin ich nicht sonderlich gut im Shooter. Nichtsdestotrotz wird auch meine Lernkurve hier höher werden, desto mehr ich spiele. Ich werde dann irgendwann auch wissen, wie die ganzen Waffen so ticken, wie die, wie man am besten Shots macht, Headshots und so weiter und wie man sich am besten auch versteckt und nicht zu aggressiv rangeht, weil ihr habt ja selbst gesehen, einmal kurz rausgeguckt, schon down und ein Schuss kann hier schon wirklich das Ende bedeuten. Man kann natürlich relativ schnell nachjoinen, das ist natürlich dann auch gut, aber ist jetzt kein Arcade-Shooter, also wirklich schon ein bisschen mehr Realismus drin, meiner Meinung nach. Und aber trotzdem cooler Shooter, auch wenn ich jetzt nicht gut darin bin, also von der Technik her und von den ganzen Waffen her, Soundeffekte sind cool. An den am Nebel und an den Granaten könnte man noch ein bisschen arbeiten, das sieht noch nicht so wirklich doll aus, aber es ist ein Early Access Titel, das darf man nicht vergessen und aktuell sogar mit Rabatt. Also Early Access Titel rabattiert auf, ich glaube, irgendwas roundabout 11 Euro. Und da macht man echt, meiner Meinung nach, nichts falsch. Man unterstützt einen coolen Entwickler hier und der dann dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, das weiter auszubauen, hier das Game. Und ich kann euch nur empfehlen, kaufen. Und dann kann man auch mal einen geschlossenen Server machen, mit der Community zusammen zocken und dann wird es vielleicht auch ein bisschen angenehmer, weil man hat teilweise auf den Server natürlich so Halbpros, die nichts anderes machen als Shooter-Spiele und gegen solche Leute hat man als normale Gamer natürlich keine Chance. Ja, Leute, zum Rifle Casual für die Pico 4 muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Ich finde relativ schnell den Punkt, wo ich hin muss und lässt sich gut halten. Nachladen ist auch kein Problem. Magazin raus, Magazin rein, je nach Waffe natürlich, hier halten und fertig. Und dann kann man schon loslegen. Und macht Spaß, man hat dann wirklich halt das Gefühl, man hat was in der Hand. Und Schulterstütze kommt auch noch, dadurch wird das natürlich dann ein bisschen realistischer, wenn es eine Schulterstütze gibt. Nichtsdestotrotz hat man hier auch ein bisschen ruhigere Hand und kann eventuell ein bisschen besser zielen. Auch sehr handlich, wie ihr seht, das Ganze. Ich kann relativ schnell auch zu meinen Armen greifen, eine Granate schmeißen und passt. Ich kann das Teil empfehlen. Also ich habe jetzt ungefähr ein bisschen Contractors gespielt, ein bisschen Bay gespielt und mit dem Teil hier hat mir echt gut gefallen. Ich kann es empfehlen und vom Preis her ist es auch echt vollkommen in Ordnung. Aber habt ihr ja eben schon im Anfangsvideo gesehen. Ja, Leute.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir jetzt ein Abo dalasst. Ja, Like wäre auch nicht schlecht und ja, ihr könnt gerne auch was unter die Kommentare schreiben. Was haltet ihr vom Spiel? Habt das schon gespielt? Habt ihr auch geflucht wie ich? Oder seid ihr ja echt auch Pros und habt keine Probleme mit dem Spiel? Ich habe meine Probleme, aber ich werde es mit Sicherheit ab und zu immer mal wieder spielen, damit ich auch ein bisschen besser werde. Und ja, da gibt es mit Sicherheit auch mal einen Livestream mit der Community. Und ja, wenn ihr darauf Bock hättet, auch gerne in die Kommentare schreiben, dann weiß ich mal so, ja, wie viele Leute denn da mitmachen würden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.